Moin Moin und Servus, wir sind wieder hier in Paper Mario The Origami King und ja, ich würde sagen, heute gucken wir mal, dass wir durch diesen Panoramaturm durchkommen oder was. Ja, die Aufzüge oder der Aufzug hier ist leider im letzten Part von dann gezischt, aber wortwörtlich. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz hier in das Restaurant zum goldenen Tod oder wie sich das nennt und ja, mach mal so ein bisschen Auge hier auf die... Ja, auf die Lage, ne? Sind sie so ein bisschen hier halbe Lebensmittel-Experte oder was? Ah, hier ist irgendwo ein Tod, wie es aussieht. Hier vielleicht irgendwo? Nee. Okay. Ja, also, oh. Essen. Oh, wir können uns einfach hinsetzen und das snacken, oder was? Ja, lecker. Sehr deliziös, ja, Mann. Das hat geschmeckt. Du kommst später nochmal zurück und bezahlst das, oder? Was? Ich bin leider überhaupt nicht, drin, was bezahlen angeht, Bruder. Sorry, Mann. Ach, hier! Der Schrank! Ah ja, und da kommt der Tod also her. Danke für die Hilfe, Mario! Kleiner Tipp, bestell nichts aus der Küche. Die Fallschergen haben da ein ziemliches Chaos hinterlassen. Was? Was hab ich... Was hab ich dann da eben gegessen? Kommt's jetzt gleich schon hoch, ohne Witz. Ist ja... Sehr dreist. Ja, also hier, Tod? Hier soll irgendwo ein Tod... Also, irgendwo hier muss ein Tod sein. Ach, guck mal. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was mir das bringt, wenn ich den Geschirrwagen hier hin und her schiebe. Keine Ahnung. Wir gehen mal rein in die Küche. Gucken wir mal die Zustände an hier, ja? Wir sind von der Lebensmittel, Organisation. Ja, und wir schauen uns ein bisschen an, wie hier die, ich sag mal, Zustände sind, ja? Also das Ei hier, das liegt ja doch schon mindestens seit 30 Minuten drin. Das holen wir mal ganz kurz raus hier. Puh, ich hatte schon befürchtet, dass ich das Frühstück von jemandem werde. Alter, nicht, dass wir eben einen Tod gegessen haben, Alter. Das wäre echt sehr... Also ich würde es sofort wieder auskotzen, natürlich. Aber ich hoffe mal nicht, dass das ein Tod gewesen ist. Oh, was? Nein. Als ob im Eisfach einfach so Mini-Gumbas sind. Was ist denn mit denen los? Hallo? Geht's noch? Ich wollte euch nur begutachten, denn ihr seid irgendwo schon sehr je. Aber ist ja ganz klar, dass ich euch irgendwie kaputt machen muss. Ah, guck mal, wenn ich so mache, so mich ganz schnell im Kreis drehe. Hab's mir schon fast gedacht, da kann ich die Gummas auch so, hallo, von mir abklopfen oder von mir abweisen quasi. So, ansonsten ist hier im Topf noch einer drin. Hm, den hatten wir platt getreten. Ja, also ihr seht, die Zustände hier, ja, also das ist von der Hygiene. Beim nächsten Mal wird es ein bisschen besser machen, sonst kommt der gelbe Brief, Bruder. So, haltet unsere Küche sauber, wascht euch die Hände, ich mein's erst, Hände waschen. Ja, auch natürlich zu Zeiten von Corona, Morona, dies, das, immer Hände waschen. Ja, logisch. Also da muss man sagen, gut, haben die Tots dann doch hier einen guten Punkt getroffen. Das gibt dann nochmal einen Pluspunkt. Aber hier das Ungeziefer hier in der Küche, ne, also... ich kann das auch weitergeben, ja, an die Lebensmittelbehörden und dann gucken wir mal, wie das hier wird. Es zählt nicht als Aufräumen, wenn man einfach alles in einen Schrank wirft. Ja, Bro. Muss man schon ordentlich trennen. So, hier, der Pilz. Das ist doch safe and tot. Oder? Ja, klar. Ja, klar. Oh, danke für deine Hilfe. Kurz hin vor am Rande. Ich wiege genauso viel wie eine einzelne Karotte. Als ob du ein Gewicht hast. Du hast auch kein Gewicht, Mann. Du bist ein Fliegengewicht. Eher nicht so fliege wie du. Weg mit dir. Ja, Hauptsache auf die Gurken, ja. Tja, hat er wohl nicht gecheckt, dass das ein Bild ist. Ha, Trottel. So, sind wir denn hier auch nochmal durch so? Oh, ich weiß nicht, auf was ich gerade getreten bin. Wahrscheinlich war es wieder mal ein Gumba. Hier ist ein Tod versteckt. Sehr schön. Eine von diesen Faltgestalten hat mich von hinten, oder? Von hinter seinem Rücken an die Wand. Dann an die Decke und dann da reingeworfen. Okay. Klasse Wurf, da gab's nix. Kann ich sehr gut nachvollziehen, aber was soll denn diese Neonbeleuchtungen hier? Sind die denn angemeldet soweit? Hier, Tots? Sind die denn soweit hier angemeldet? Ist das denn erlaubt?
Oh, der Mülleimer hier, Mann. So, das Offensichtlichste und ich hab's übersehen. Aber gut. Oh, das war einfach schrecklich. Ich hab schon begonnen zu kompostieren. Hat sich der Deckel gerade bewegt hier? Ah ja, das war ja wohl wieder mal klar. Ich glaube, sonst hätten wir diesen Raum hier geklärt von diesem Ungeziefer. Aber wie gesagt, hier diese Neonbeleuchtung, ja. Ich hoffe doch sehr, dass es angemeldet ist. Ansonsten werde ich hier noch sauer. Irgendwas raschelt hier noch. Ich weiß nicht, ob im Eisfach noch was ist. Kann eigentlich gar nicht. Na gut. Vielleicht ja im Nebenraum. Im Restaurant. Als ob, man. Wie viele sind denn hier wieder? Hallo? Gumbas? Ist das Ihr Ernst? Ja, der unten links hier neben Mario hat schon komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Da hat der Dämon auf jeden Fall sehr wild reingewütet. Da oben ist der nächste, ja. Ich finde es auch gut, dass die halt auch nichts machen, so. Mhm. Überprüft, ist aber auch nichts drin. Warte mal, hinter der ja, hinter dem Geschirrwagen. Ich habe gerade dieses eine Auge gesehen, das Gumba so richtig so Auge gemacht hat wie Uganda Knuckles. Der Bruder. So, ja, hier die Bestellliste natürlich auch wieder hier von den Parasiten befreit. Und die sind alle sehr überrascht, die Tots. Die können das alles gar nicht glauben, was hier abgeht. Ja, ich glaube denen schon, dass das hier nicht so Zustände sind. Also da will ich nochmal ein Auge zudrücken, ja. Aber beim nächsten Mal, wenn ich das hier sehe, dann ist hier anders. Feierabend. Aber das ist wirklich Feierabend. Das ist klar. Ah, der Gumba da auf dem Teller. Er ist sehr jäh, aber leider auch tot. Und damit hätten wir es geschafft. Das Problem der Ungezieferei hier, ja, wäre gelöst. Und ich glaube, wir haben sogar alle Tots mitgenommen. Ehre, Mann. Ich dachte vielleicht noch irgendwo in diesem Raum hätten wir noch einen übersehen. Aber, da haben wir Glück gehabt. So, dann berichten wir mal diesem einen Tot im Nebenraum. Also im Nebenraum der Küche. Also hier in dieser Abstellkammer. Würde ich sie jetzt mal bezeichnen. Oder, ja, doch schon eigentlich. Ja, dass wir hier durch sind, Mann. Let's go. Ich höre das Getrippel dieser elenden Krabbeltiere nicht mehr. Du hast es geschafft. Hier, diese fein gehackten Schnipsel wurden extra für dich zubereitet. Bon Appetit. Ja, sehr deliziös. Vielen Dank, Bro. Sehr deliziös. So, und ich hoffe, also wir sind jetzt full aufgefüllt, ne? Perfekt. Dann lass uns mal wirklich ganz intelligent, so wie Intelligent Systems, Schnipsel platzieren, weil ich glaube, das ist jetzt hier wirklich eine Sache, das kommt wieder auf jeden Schnipsel an. Oh nein. Ich stelle mich mal hier hoch. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Oh, was? Es hat geklappt? Ehre. Das sah halt gar nicht danach aus, oder? Das sah wirklich danach aus, als würde ich halt noch mindestens so zwei große Schübe Konfetti verbrauchen. Aber das Spiel hat reingegönnt. Es schmeckt. So, und was haben wir hier? Ist das hier Super Mario Bros. Anspielung oder was? Und ja, meine Freunde, das nächste Super Mario Bros. Easter Egg. Nicht in Fortnite, aber dafür in... Ja, in Paper Mario. Cool. Okay, wir kommen nicht rein. Ausgesperrt, da können wir drücken, wie wir wollen. Und wie sollen wir jetzt nach oben kommen? Ja, dieser Turm hier hat schon wirklich gewaltige Höhen. Und was ist das? Oh mein Gott. Das ist einfach ein Stift, eine Rakete. Die denkt, die könnte uns jetzt hier weg, Aluakbahn. Was? Ich dachte, ich kann auf die draufspringen, so nach dem Motto, ich hüpfe jetzt auf die. Aber die ist zu fast und zu furious. Ja, okay, und wie kommen wir jetzt hier rein? Oh Gott! Reißt euch zusammen, Mann! Nein, sie geht nicht auf. Ja, das habe ich dann auch gemerkt, Mann. Ah! Ja, es muss doch hier einen Weg geben, wie man reinkommt. Das werden ja immer mehr. Wir müssen hier raus! Was? Jetzt auch Lenkraketen? Das war ja fast ein Headshot. Moin. Ist hier vielleicht irgendwo eine Möglichkeit reinzukommen, weil über die Tür geht's ja nicht. Ich klopf mal alle möglichen dieser... Ja, ich klopf die mal alle weich, die Wände, ja, die...
8-Bit-Wände. Vielleicht ist ja hier irgendwo eine Möglichkeit reinzukommen. Weil wir kommen ja auch nicht mehr runter. Das hat der Stift ja zugemauert. Oder halt wieder zugehauen. Die miese Sau. Aber da hinten ist safe ein Herz, dass wir uns später mal reingönnen werden. Warte mal, hier ist eine Stelle, die so ein bisschen brüchiger aussieht. Das haben wir bei den anderen Stellen nicht gesehen. Oder gibt es hier noch so eine Stelle? Ich überprüfe mal kurz. Weil bisher ist es halt relativ easy, diesen Drecksstiften auszuweichen. Und ja, dementsprechend ist es eigentlich gar nicht so das große Problem hier. Aber, wo war die Stelle jetzt? Ach, hier, hier. Mit dem Hammer geht's nicht. Ach so, nee, ich muss den Stift da ranlenken. Ja, logisch, klar. Das heißt also, da hat schon mal ein Stift rangehauen. Wir müssen, ja, wir müssen, Alter, das war so knapp, Mann. Wir mussten einfach die Lenkrakete an die Wand, also, fokussieren, möchte man sagen. Ein deliziöses Herz, sehr lecker auf jeden Fall. Gut, dass wir diese ganzen Schirme mal auschecken. Hier noch ein paar Blöcke. Mhm. Klopfen wir auch mal kurz diese Pflanzen hier weich, weil die geben halt auch sehr, sehr lecker an Schnipsel. Das ist sehr, sehr gut. Wirklich sehr formidabel auch hier, ja, wie das hier alles angerichtet ist. Also eine Terrasse, wie man sie sich wirklich sehr selten wünscht auch, tatsächlicherweise. Ja, ja, moin. Aber es ist sehr ruhig geworden jetzt gerade hier. Kann das sein? Also wir werden gerade in Ruhe gelassen von diesen ganzen Faber-Castell-Drecksstiften. Ja, ich werde sie alle noch wegklatschen. Eine nach der anderen. Aber ich glaube, das Offensichtlichste ist nicht der Aufzugsknopf, weil der sollte halt immer noch nicht funktionieren. Ja, der ist kaputt, Mann. Hallo. Ah, wusste ich doch. Aber der Knopf ist, der scheint relevant zu sein. Und die Leiter kommt natürlich mit einem Schneckentempo hier runter. Wären wir jetzt so, warte mal, ist das so eine Art Wellensystem? Alter, übertreib doch komplett deine Lage, Mann. Das ist einfach ein Wellensystem. Ah, wir können uns hier schützen. Cool. Aber nur ein einziges Mal. Ja, die Leiter natürlich hier haben so ein... Das Wellensystem hier auch sehr, sehr kritisch gemacht. Also wir sind... Das ist eine sehr hektische Situation, müsst ihr euch vorstellen. Ja, und ich warte gerade darauf, dass diese Leiter runterkommt. Kommen Sie heran. Oh, was? Der übertreibt komplett die Lage, der Bruder, mit seinen Drecksfaber-Kastellstiften, Mann. Das war damals auch immer ich. Ja, statt die zu benutzen, habe ich die immer geworfen. So auf die Köpfe der Bonzen, die sich die immer leisten konnten. Kriege ich gerade voll die Hasskicks. So, aber wir können, scheinbar können wir jetzt hoch. Und, Alter, das war halt echt wirklich eine Hilfsleiter, die nicht langsamer hätte runterkommen können. Wirklich eine sehr, sehr wilde, kritische Situation und natürlich auch, ja, ihr kennt die Vibes, Mann. Es ist von der Art und Weise her schon sehr arg gewesen. Wir waren sehr in Bedrängnis und am Ende hat auch nicht mehr viel gefehlt, bis wir da weggeholt worden wären, Mann. Also gut, dass wir da immer in Bewegung gewesen sind, das ist so ein bisschen das Taktische hier. So, der Stift, der sieht... Ja, Mann. Ich wusste es doch. Der Stift sah mir irgendwie komisch aus, so. Also, wenn ich wollte ihn... Ich dachte jetzt nicht, dass es ein Tod wäre, aber ich dachte, ich könnte ihn reindrücken oder so. Puh, gerettet. Ich dachte schon, dass man mich mit all den zerbrochenen Stiften in den Müll wirft. Vielen Dank. Höher kommt man im Turm nicht, aber ich könnte schwören, dass diese Buntstifte von oben heruntergefallen sind. Du meinst die Faber-Castell-Stifte? Nein, das ist doch keine Produktplatzierung, denn sowas würde ich niemals tun bei Faber-Castell-Stiften. Ja. Womit nur rumgeflext wird hier. Und dann nimmt das hier auch kein Ende. Möchtest du nicht... Ja, okay, lass es speichern. Du hast recht. Wieso fragt die einen das immer? So, wahrscheinlich bevor es zu einer kritischen Situation kommt. Und ich glaube, da es hier nicht mehr höher geht, könnte uns jetzt... Ah ja, das rote Band erwarten. Ja, logisch. Das ist das Ende der Luftschlange. Und direkt mittendrauf das Gesicht von meinem Bruder. Anscheinend will er, dass jeder weiß, wer hinter all dem steckt. Mal sehen, ob wir dieses Ding losbekommen. Oh, versuch doch mal von unten drauf zu springen. Können wir sehr gern starten, aber... Ich habe gerade viel eher Bock, mal die Gegend abzuchecken.
Schöne Aussicht, aber sollten wir nicht etwas gegen die Luftschlange unternehmen? Ja, von mir aus, Mann, dann springen wir da halt gegen. Ist okay. Hat aber nichts gebracht. Höher kannst du nicht springen. Oh, Junge, Alter, das war ja anders. Kill Bill Volume 3. Das war knapp. Können uns diese Dinger nicht in Ruhe lassen? Hey, wer hätte gedacht, dass du über alles hier im Bilde bist? Und da ist er. Da haben wir ihn. Den Faber-Castell-Dreckskasten. Noch mit einer Imprägnierung von dem scheiß Bruder. Also von Olli. Ich bin so leid, dass Kunstbanausen wie du meine ganze harte Arbeit ausradieren. Wahrscheinlich hast du noch nie von mir gehört, was? Dachte ich mir. Wann warst du überhaupt das letzte Mal im Museum, hä, du Bannhause? Du brauchst mir nicht zu antworten. Mir wird's hier langsam zu bunt. Und dir werde ich eine Lektion in Sachen Kunst erteilen. Ich bin Buntwart von uns Stiftus. Der Zwölfte. Zu meinen Ahnen zählen sogar Ölfarben. Ich präsentiere die Bedarfsbrigade. Tja, sobald ich dein flaches Gesicht vollgekritzelt habe, werde ich es in einem Museum mit all meinen anderen Kunstwerken ausstellen. Bürobedarfsbrigade? Buntwart von uns zu was? Tut mir leid, das ist mir zu lang. Ich nenne dich einfach Buntstifte, ja? Nein. Nenn mich einfach Faber-Castell. Mein Bruder schickt dich, um uns aufzuhalten, oder? Du redest total geschwollen und kannst auch total gut malen, aber hast du mal von Mario gehört? Ja, genau, dachte ich's mir. Mario hat's echt drauf und er hat ein Schnurrbart und er wird's dir so richtig zeigen. Stimmt doch, Mario, oder? Und der Bosskampf beginnt gegen, Buntus Stiftus, der Ehrenbruder. Würde ich eigentlich sagen wollen, wenn er nicht aus Faber-Castell-Stiften bestehen würde. Er zittert vor meinem künstlerischen Arsenal aus 12 verschiedenen Stiften. Eure Papierkörper sind meine Leinwand. Und leg dir die Pfeile zurecht. Let's go, Mann. Bosskampf it in. Meine Fräuleins. Ziel erfasst. Dieser Faltkreis sieht für mich aber nicht so aus, als könnte man ihn verwenden. Ob er gerade Pause macht? Moment mal, was ist das? So ein Feld sehen wir gerade zum ersten Mal. Das ist ja fast wie ein Schalter. Und es sieht ja auch fast wie ein Schalter aus. Vielleicht aktiviert man damit irgendwas. Vor allem, dass da auch ein draufsteht, ne? Aus den ganzen englischen Gameplay-Videos haben wir ja das Wort on, logisch, drauf gelesen. Aber, ja, Mann, das ist eigentlich voll nice, Mann. Das Gute an dieser ganzen Angelegenheit ist hier, das aktiviert, glaube ich, sogar diese Faltarmkreise. Soll es so sein, dementsprechend hauen wir das mal alles so hin, wie wir uns das vorstellen. Der Faltkreis nach hier, würde ich sagen. So müssen wir halt nicht irgendwie die Richtung ändern oder so, sondern kommen gut voran. Und ich weiß halt nicht, wie gefährlich uns diese, die ganzen Visiere hier sind. Ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich es ist, wenn wir in die Reihen laufen, aber ich würde sagen, wir laborisieren mal nicht so viel rum, sondern kommen wir mal zum Wichtigen oder was hier. Zum Brief erstmal. Vermeide Felder mit Fadenkreuzen, schleiche dich hinter ihn und hau ihn mit dem Hammer auf den Deckel. Mit dem Hammer? Ja, das habe ich jetzt nicht getan. Das habe ich jetzt nicht getan. Ich habe jetzt eher an die Faltkreise gedacht, weil die eben so angeteased worden sind. Alle daneben? Nein, meine Stifte sind perfekt. Mit dem Ziel stimmt etwas nicht. Also gut, ich hoffe, dass die Faltarme trotzdem irgendwie was bringen. Und nicht, dass ich jetzt mit dem Hammer angreifen muss oder so. Aber wir greifen das Ding mal und Klappe zu, Junge. Affe tot. Ja, und jetzt? Gegner ist am Zug. Nein, nein, mein Deckel ist zu und ich kann die Stifte nicht mehr stoppen. Oi, oi. Die Stifte in ihm sind explodiert. Super. Er hat sich selbst weg, Alu Akbar. Sein Mundwerk scheint seine Schwachstelle zu sein. Merken wir uns das auf jeden Fall. Aber das Ding ist, er ist gerade schon ziemlich zahnlos oder auch stiftlos. könnte man sagen. Ja, und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt?
Was ist jetzt das Schlauere? Ich frag mal kurz Olivia. Geschafft. Und jetzt ran an seinen Schwachpunkt. Los. Ja, was ist denn sein Schwachpunkt? Was ist denn sein Schwachpunkt? Ist das Schwachpunkt jetzt sein Deckel? Oder ist es der Innenbereich? Das ist halt jetzt die Frage. Ich würde sagen, ich... Ja, keine Ahnung, Mann. Also nicht, dass er sich jetzt irgendwie dann zuklappt, wenn wir zu dem kommen. Weil ich habe eigentlich nochmal Bock, die Spezialfähigkeit zu benutzen. Und das wird ja auch gerade alles eh gegönnt. Also wir gehen gerade schnurstracks auf seinen Deckel halt eben. Und ich hoffe, es bringt was. Nicht, dass ich jetzt wirklich den Hammer benutzen muss. Weil das hätte ich jetzt gerade dann zum zweiten Mal ignoriert. Aber, ey Mario, was bist du denn gerade am Viben, Junge? Komm mal wieder klar auf dein Leben. Klappe zu. Aber das bringt doch nichts. Das wird nichts bringen. Ha, netter Versuch. Ich wusste es, weil da sind noch keine Stifte drin. Wie soll er sich denn, ne? Das war dumm von mir. Höhlenhubs. Oh Gott, aber wir konnten blocken. Deine Darbietung verdient beißende Kritik. Ja, Nachladevorgang. Oh, scheiße, er hat sich vollkommen aufgeladen. Nachladen abgeschlossen. Und ich habe noch mehr davon. Okay, dann glaube ich wirklich, wir müssen noch mit dem Hammer draufzimmern. Erstmal... Oh Gott, ja, übertreib komplett, Mann. Mach noch mehr Fadenkreuze auf die Map, du Sau. Aber was ist, wenn ich die... Okay, also die Fadenkreuze gehen nicht mit, wenn ich die Felder verschiebe. Sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen dann mal auf wieder seinen Nacken, oder? Ist das der Plan? Ich glaube, das ist der Plan. Positionieren das Ganze so. Schieben dann... Na, warte. Ich hatte gerade vielleicht überlegt, irgendwie mit dem Angriffs... mit der Angriffsverdopplung nochmal reinzugehen. Aber das Ding ist, wir müssen dann auch eh das hier verschieben. Also diese Reihe mit dem Knopf. Mit dem Schalter, um dann eben halt nochmal die Faltarme zu aktivieren. Also wird nichts mit doppelter Angriff. Aber zumindest eine kleine Heilung, das Herz, ja. Ehrenmann, vielen Dank. So, und ich hoffe, ne, das Ding ist, ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich die Faltarme jetzt vor ihm benutze. Ich nutze die ja gerade hinter ihm. Und ich glaube, das ist nicht schlecht, dass wir das machen. Oh, Junge Mario, hör auf, so rumzuviben, Mann. Es reicht. So, Klappe zu. Stifte tot. Hm. Vor allem, wie Mario auch immer so ehrenbrutzhaft so da drauf hält, so. Hm. Ehrenmann. Okay, also, das Ding ist, das ist ja der erste Schritt, den wir machen müssen. Das haben wir schon mal begriffen. Aber wir müssen ja jetzt schauen, dass wir den auch irgendwie kaputt hämmern. Ich glaube, ich mach das... Oh mein Gott, Alter. Ich hab jetzt... Nein, nichts, nein! Er hat zurückgesetzt. Was soll das? Ich hab jetzt die Technik. Und zwar, genau, ich schiebe dich hier hin, dann holen wir uns den zweiten Angriffsmove und dann der Angriff. Das heißt, wir hämmern jetzt zweimal zu, also wenn das jetzt nichts wird, ne, wenn das jetzt nichts wird, dann raste ich komplett aus. Also es heißt ja, sie hat ja gesagt, mach mit dem Hammer, ich mach jetzt mit dem Hammer, wehe, das bringt nichts. Dass wir dir das irgendwie verbeulen können, die Sau. Hä? Ja, okay, aber das hat ja trotzdem nichts gebracht. Er rastet aus. Oh Gott. Ja, also, hä? Sollen wir ihn... Ich dachte, wenn wir jetzt quasi mit der Klappe vor uns ihn zuschlagen, verbeulen wir den. Aber irgendwie hat das nichts gebracht. Das ist sehr dubios, Mann. Das ist sehr, sehr dubios. Aber wir machen das nochmal genauso wie vorher auch. Na? Weil ich denke, wenn ich jetzt mit der Taktik so fahre, ist das gut. Okay. Heilung wieder auf dem Weg. Hä, ist das nicht sogar die gleiche Anordnung, die ich auch eben gemacht habe? Das ist doch genau die gleiche. Ja, lul. Der Kunstgriff hat leider ins Klo gegriffen. So, Junge. Ich hoffe, Mario fängt nicht wieder an, gleich zu viben. Oh, warum denn? Hör auf. So, Klappe wieder schließen. Ich meine, Schaden macht das ja so oder so, aber ey, wir sind jetzt schon seit 5 Minuten hier drin oder so
Und ich würde auch noch mal ganz gern, weil ich habe das Gefühl, jetzt können wir ihn so richtig, ausziehen, die Sau. Richtig kaputt schlagen. Das machen wir dann auch jetzt. Ich hole mir die Truhe hier hin. Das Angriffsfeld hier. Mach ich so. Ja, und dann sollte das ja... Oh, warte, ich könnte noch... Nee, ich kann nicht. Oder warte, ich kann doch. Ich kann mir den einen Schalter hier schon mal hinlegen fürs nächste Mal. Bisschen vorarbeiten, wie ist das, meine Buben? Das sind doch die Vibes. So, und ich hoffe jetzt, ne, dass das irgendwie dann gönnt so. Mach doch keinen Scheiß. Soll ich springen oder was soll ich jetzt tun? Ich hab Hammer. Weißt du, so, gib mir ein Advice und ich nage daran fest bis zum letzten Punkt. 17 Schaden. Aber das ist nicht das Vorgesehene. Hä? Was hätte ich sonst machen? Hä? Puh, jeder denkt, er kann einfach an mir herumkritisieren. Ich verlange Respekt für meine Kunst. Hier kommt die Regenbogenrolle. Mein Meisterwerk. Und ich widme es dir. Oh was? Jetzt rastet er komplett aus. Oh, es ist der heilige Mäus. Durchaus, ja. Wir müssen gucken, wie wir den hinkriegen, Mann. Ich frage mal ganz kurz bei Olivia nach. Dieses Raketenrollendings da sieht nach Ärger aus. Irgendwie müssen wir die Sache anpacken. Anpacken, ja? Okay, Stute. Kriegen wir hin. Das wird doch eigentlich nur bedeuten. Also, bisher haben wir immer von hinten die Faltarme gemacht. Aber ich bin mir sicher, jetzt müssen wir das von vorne tun. Weil anpacken und so. Sie hat uns gerade den besten Hinweis gegeben, Mann. Und damit, ja, noch ein letzter Zug. Ich mache nochmal die Truhe in meinen Weg. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir das Ding dann festhalten können, weil sonst habe ich das Gefühl, wird's eng. Wenn der dann anfängt loszuballern, Alter. Das ist ja halbe MG ist das ja hier. Halbe MG. So, wir greifen dich. Ja, wir stechen dich ab, Amenakoi. Ja! Ich zieh dich jetzt richtig aus, du Drecksau. Ich zieh dich richtig aus. So, Junge. Mit seiner eigenen MG abgeballert. Weg mit dir, du Sau. Ich hab ihn komplett zerstört. Bruder, das war mal ein Bosskampf. Und Sport haben wir dabei auch noch ein bisschen gemacht. Ah ja, es muss knacken. Oh ja. Ah, unmöglich. Besiegt von einem beliebigen, untalentierten Stück Popkultur. Du hast besser ausgesehen, als du noch Jump'n'Runs gemacht hast. Was soll das denn? Was ist das denn für ein Front? Hashtag no hate oder was? Schwein? Ja, also wir sehen's, er kennt uns in- und auswendig, der Bruder. Also selbst der Faber-Castell-Kasten, diese bonzige Drecksau, die wir jetzt gerade dahin geklatscht haben, weiß von uns. Hey, ein neuer Faltkreis ist aufgetaucht. Sieht fast so aus, als wäre er von diesem Stiftekasten gekommen, den du gerade besiegt hast. Vielleicht ist er richtig? Ja, vielleicht. Gucken wir mal kurz. So, und ich glaube, jetzt sollten wir doch das Ding da... Ja. Ja, logisch. Kaputt hauen können. Das ist ja jetzt die... Also, wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben wir das doch gerade... Wir haben jetzt die letzten 10 Parts oder so, 11 Parts darauf hingearbeitet, dass das hier passiert. Dass das erste Band sich in Luft auflöst. Und uns noch mehr Konfetti gibt wahrscheinlich. In Form, ja, von diesen roten, heiligen, ja, Origami-Dingern. Und die Luftschlange ist gelöst. Ja, die Luftschlange wurde zersplittet. Und das Schnipsel-Limit wird erhöht. Ehre! Das heißt, wir können jetzt ein bisschen mehr rumwerfen und rumflexen. Das war toll. Und wir haben beide etwas zum Ergebnis beigetragen. Ich wusste doch, dass wir ein gutes Team sind. Hey, du kannst jetzt mehr Schnipsel tragen. Sag schon, wann gibt's die erste Konfetti-Fete? Na gut, das war wirklich aufregend, aber es gibt noch ein paar Luftschlangen mehr zu lösen. Also, welche Farbe wollen wir uns als nächstes vornehmen? Ah, richtig, die blaue Luftschlange auf dem roten Berg. Wir können genauso gut dort anfangen. Vielleicht sogar am besten da, denn von hier aus sieht das alles super schön aus. Sehr schön, ja.
Ja, das wäre geschafft. Wir hätten diesen Faber-Castell-Kasten geklatscht. Also ich dachte am Anfang, wir hätten sehr ineffektiv unsere Taktik gefahren, aber das war dann doch irgendwie besser als gedacht. Wie wir das gemacht haben. Sehr, sehr schön. So, das Teleskop. Ja, 10 Münzen geblecht für die schöne Aussicht auf den Berg mit Peach Schloss und ja, F nochmal dafür auf jeden Fall. Dich werden wir bald retten. Machen Sie sich darum keine Sorgen. Ist hier irgendwo noch ein Tor, den ich übersehen habe? Ich dachte jetzt gerade... Oder ist er hier am Teleskop? 10 Münzen. Okay. Was, Junge? Der Bube! Was ist das denn für ein Ehrenmann? Und sein Blick ist ja auch sehr je. Moin? Hat er sich hier hinter platziert oder so? Ehrenmann. Ich hab viel zu lange am falschen Ende von dem Ding geklebt. Platz da. Jetzt will ich mal durchgucken. Ach je. Der Bube. Kannst du mir nicht ein anderes suchen? Ich krieg einfach nicht genug davon. Ein wahriger Ehrenbruder. Der hat... Also erstmal hat er uns die Sicht versperrt auf das, was wir uns angucken wollen. Und dann tut er das nochmal. Ehrenmann. Grüße gehen raus. Bro. Aber dieser Blick eben, da musste ich schon sehr dringend zischen, Mann. Sieh mal, alle Bilder von diesem gemeinen Buntstift-Ding sind weg. Vielleicht sind sie verschwunden, als wir ihn besiegt haben. Er war ziemlich böse, aber seine Kunst war richtig gut. Hui, das ist ja mal ein echtes moralisches Dilemma. Ja, haben wir am Ende Gutes getan oder nicht? Schreiben Sie es sehr gerne in die Comments hinein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und schauen mal, dass wir zum nächsten Gebiet kommen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren Sie gerne rein für die Kicks und bimmelt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein und ciao.